Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Bremen 1, die Chronik. 26. September 1980. Heute vor 40 Jahren verübte ein rechtsextremer Terrorist einen Bombenanschlag auf das Münchner Oktoberfest. Peter Mayer-Hüsing. Der Horror bricht über München um genau 22.19 Uhr herein. Am Haupteingang zur Oktoberfestwiesen detoniert in einem Papierkorb eine selbstgebastelte Bombe. Tötet und zerfetzt. Der ganze Eingang hier, der Boden blutüberströmt, Schuhe liegen herum, Kopftücher, Trachtentücher. Es ist schrecklich. Haben Sie das Unglück mitbekommen? Ja, aus direkter Nähe. Ich nehme an, dass eine Bombe war, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also es war eine dermaßen Explosion. Sie sehen ja, was hier an Toten und Verletzten rumliegt da. Wir waren praktisch 5 Meter daneben. Also unter den Toten ist auch der 21-jährige Student Gundolf Köhler aus Donaueschingen. Der Polizeicomputer weiß, er war zeitweise aktiv in der rechtsradikalen Wehrsportgruppe Hoffmann. Handelt es sich um einen Terroranschlag? Neonazi Hoffmann dementiert umgehend. Wenn dann irgendwas ist, dann spuckt der Computer aus Wehrsportgruppe Hoffmann, weil seine Adresse bei mir gefunden worden ist. Diese Tatsache berechtigt niemanden zu der Annahme, dass es sich hier um ein Wehrsportgruppenmitglied handelt. Aber auch einige Politiker sind sich erstaunlich schnell sicher. Hier Bayerns Innenminister Tandler. Derzeit spricht alles an Erkenntnissen dafür, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Und es gibt keinerlei Erkenntnisse dafür, dass dieser Anschlag von der Wehrsportgruppe Hoffmann nun ausgeführt wurde. Auch die bayerischen Ermittler legen sich schon bald fest. Köhler war ein frustrierter, sozial isolierter Einzeltäter ohne politische Motivation. Andere Indizien und Aussagen werden heruntergespielt. 1997 sogar alle Asservate vernichtet. Der BR-Journalist Ulrich Chaussy recherchierte lange zum Anschlag und ist sich zum 20. Jahrestag sicher. Es hat kein Interesse daran bestanden, den Hintergrund im rechtsextremistischen Milieu weiter auszuforschen. Ich habe den Eindruck, es ist nicht erwünscht, genau genug hinzuschauen. Doch aufgrund neuer Zeugenaussagen muss der Generalbundesanwalt 2014 die Ermittlungen wieder aufnehmen. Zwar konnten in der Folge keine konkreten Mittäter gefunden werden, doch der jüngst veröffentlichte Abschlussbericht bewertet nun den Oktoberfestanschlag völlig neu. Demnach wollte der Täter, Gundolf Köhler, politisch Einfluss nehmen. Ziel des Attentäters sei ein Führerstaat nach dem Vorbild des Nationalsozialismus gewesen. Der Plan war, den Anschlag mit 13 Toten und 211 Verletzten linken Gruppen anzulasten. Dadurch sollte die Stimmung bei der seinerzeit anstehenden Bundestagswahl zugunsten des Kanzlerkandidaten der Union umschlagen, des damaligen CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß. Zu dieser Erkenntnis brauchte es 40 Jahre. So lange liegt dieser bislang verheerendste rechtsradikale Anschlag in der Bundesrepublik, das Oktoberfestattentat, zurück. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.